Ja, Auftaktsieg hier auf dem neuen Platz. Erstmal die erste Frage, Andreas Steffen, wie ist es denn hier auf dem Platz? Ihr habt ja schon seit einigen Wochen drauf trainiert. Ist so ganz okay oder gibt es Verbesserungsbedarf mit dem neuen Geläuf? Ja, also ich denke mal, man hat ja gesehen, ist schön grün. Es liegt super hier der Platz, wenn man sieht, was vorher ein Hachplatz war. Und ich denke, das ist schon ein schöner Platz geworden jetzt. Wir durften jetzt auch generell noch nicht so viel drauf trainieren, weil halt noch sehr frisch ist. Aber ich denke mal, die nächsten Wochen werden wir hier auch intensiv drauf trainieren und uns an den Platz gewöhnen. Und dann denke ich mal, werden wir gute Spiele hier abliefern. Und trotz des neuen Grüns hier habt ihr ein bisschen Anlaufprobleme gehabt. War das die Nervosität hier auf dem ungewohnten Geläuf oder womit hing das zusammen? Ihr musstet ja euch schon in das Spiel hier richtig reinkämpfen, um dann das Ding auf eure Seite zu ziehen. Ja, wir haben die letzten Wochen viele Verletzte gehabt, auch Stammspieler. Und wir sind momentan um ganz dünnen Eis am Laufen hier, mit also personell. Und deswegen musste ich auch heute noch mitspielen wieder. Ich bin froh, wenn jetzt Winterpause kommt. Und da das nochmal alle an Bord kommen, dass wir mehr Auswahl haben. Und die letzten Wochen waren auch happig für uns, dass man da auch nicht richtig ins Spiel kam. Das ist jetzt natürlich, das liegt an uns selber, dass wir keine schönen Spiele, außer gegen Uedersdorf, würde ich sagen, haben wir gut gekämpft mit ganz engem Personal. Und ich denke, bin froh, wenn jetzt Winterpause ist und wir uns alle nochmal auskurieren können. Sind ja noch ein paar Spiele bis dahin, aber bis dahin gilt es, so ein bisschen dran zu bleiben an wirklich auch, oder wie ist so die Marschroute? Ja, wir gucken jetzt Spiel für Spiel und wollen natürlich jedes Spiel gewinnen und was am Ende dann drunter rauskommt, das werden wir dann sehen. Aber ich denke, die Saison oder die Liga ist so offen, da können noch so viele Punktverluste kommen und Punktgewinne kommen. Und auch die anderen Mannschaften, die lassen auch noch überall Punkte und von daher ist da noch gar nichts passiert.